Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie geht's euch? Mir geht's gut, danke der Nachfrage. Damit starten wir auch direkt rein. Das hier ist mal wieder ein Grund, wieso Frauen länger leben als Männer. Holy sh**, wie gut hat das geklappt? Lil Bro wurde kurz getasert. Jeder fühlt diesen Schmerz, wenn man sich irgendwo aufgeladen hat und dann diese ekelhaften, nervigen Elektroschocks bekommt. Das sind klassische letzte Reihe in der Schule Aktivitäten. Dieser junge Mann hier will so ein virales Video in der Bahn machen, wo er singt und damit dann den Leuten vielleicht den Tag verbessern kann. Man kennt das ja aus anderen Clips wie hier. Richtig nice eigentlich. Mal schauen, wie er sich anstellt. You should let me love you. Let me Yo, be. Shut the fuck up. Tada, direkt zerstört. Der hat auch gar keinen Bock mehr weiterzumachen. Der Arme hat nicht mal 2 Sekunden gesungen und direkt ist schon der erste richtig abgefuckt. Der hatte heute einen ganz, ganz schlechten Tag. Im Gegensatz zu ihm hier. Der Bruder ist heute mit dem richtigen Bein aufgestanden und hat die Kraft seines Lebens. Wow, 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 da kommt der Zug, Bro. Da kommt ein Zug. Geh weg, spring runter. What the f***, was habe ich mir hier gerade angeschaut? Als wenn er den Zug zurückgetreten hat. Original, das kommt dabei raus, wenn mein Onkel das erste Mal die Editor-Funktion auf TikTok findet. Das ist so unglaublich random, dass es schon wieder gut ist. Aber wirklich Spaß beiseite. Dickes GG, Bro. Du bist Superheld. Wie kommt man schon wieder auf diese Idee? Einfach sein Vater wird benutzt als Testobjekt dafür. Er hat das vorher noch so richtig bei seinem Vater oder Onkel oder Opa, keine Ahnung wer das ist. Aber auf jeden Fall hat er es ganz groß angekündigt, dass er was richtig Cooles vorhat. Und dann kommt das dabei rum. Wieso eigentlich auf dem Maßband? Am Ende schnippt das Ding zurück und voll in sein Gesicht. Oh mein Gott! Na! Zum Glück endet das Video hier. Ich hab's gerade noch gesagt. Hoffentlich schnippst das Band nicht zurück. Und jetzt? Der arme Vater, der da mitmachen musste und eigentlich keinen Bock hatte von Anfang an. Ja, jetzt haben wir den Salat, ne? Ich hab mein Handy mit in den Matheunterricht heute geschmuggelt. Wow, wie cool. Du bist ja ein ganz cooler Junge. Einfach, du filmst im Matheunterricht, während alle deine 8-jährigen Klassenkameraden am Chillen sind. Cool. Und jetzt? Bro, what the f***? Wie oft bist du denn sitzen geblieben? Der hat schon Vollbart, 40er Bizeps, aber ist immer noch in der 4. Klasse. Und alle, die hier mit ihm drin sitzen, von denen wird er sich verabschieden, weil die kommen in die 5. Klasse. Er bleibt weiter in der 4. sitzen. Ich kann's auch verstehen. Der Stoff in der Grundschule, das ist, der haut richtig rein. Das ist auch nicht so einfach, wie man denkt. Ich meine, guckt euch das doch mal an. Der Sch ist auf Abiturlevel. Lil Bro ist einfach noch mit 35 in der Grundschule. Ist das Scheiße, Mann. Okay, dafür war ich echt nicht bereit, wie er einfach abgetaucht ist. Und keine Sorge, ihm geht's natürlich gut. Hier, das sind die offiziellen Aufnahmen von seinem Handy. Hallo, how are you? I'm under the water. Da, seht ihr, alles gut. Er steht in der Blüte seines Lebens. Ach ja, und hier ist übrigens ein weiterer Grund, wieso Männer kürzer leben als Frauen. Nein, nein. Versucht er sich gerade wirklich einen Toast zu machen, während er auf einer Schaukel schwingt? Come on. Yo, yo, yo! Oder zum Glück endet das Video hier, aber ich sehe nur an diesem Standbild, das ging gar nicht gut aus. Aber da muss ich auch schon wieder sagen, selber schuld. Wieso hast du das versucht? Was war denn die Mission davon? Der ganze Plan war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ich komme nicht drauf klar auf dieses Standbild.
Das ist wirklich eine Sekunde bevor, naja, alles eskaliert ist. Dieser junge Mann hat heute auch wieder eine gute Tat vor. Und zwar möchte er den Fisch, den er da an seinem Stock befestigt hat, wieder zurück ins Wasser lassen. Er schmeißt ihn einfach über den Zaun, zurück ins Meer, See, Ozean, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wieder zurück in die Freiheit. Ach ja, schauen wir uns das doch mal an. Team Fisherman, we're making a difference. Let's keep posting quality fish releases using this audio and the hashtag. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Bruder, ich kann das nicht mehr. Ich kann mir den Clip auch nicht nochmal anschauen. Was ist da passiert? Warum machst du das neben der Achterbahn? Oh Gott. Der arme Fisch, der wirklich für eine Sekunde gedacht hat, er kommt wieder in die Freiheit. Naja, jetzt ist er auf jeden Fall frei. Auf eine andere Art und Weise. Im Gegensatz zu ihm hier, der ist nämlich gar nicht frei. Fick du Wurmkorn! Free J Money! Was hat der jetzt schon wieder gemacht? Der hat ein paar Kaugummis geklaut. Der hat so Fortnite V-Bucks-Karten geklaut. Hat er ihm kurz mitgehen lassen. Also jetzt mal Real Talk. Der ist doch gerade mal 11 und der chillt da schon im Tracksuit und die Nike TNs auch am Fuß. Der ist wirklich schon Schwerverbrecher in seinem Alter. Die Cops behandeln ihn wirklich so, als hätte der, keine Ahnung, gerade 5 Leute abgeschlachtet. Yo, what the f***? Hat der da gerade wirklich die Polizisten angespuckt? Nein, 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 ey. Was ist denn los mit unserer Generation? Ich schwöre auf alles, die Menschheit ist verloren. Was geht da ab? Da ist ein 11-Jähriger. Also ich habe mit 11 Jahren, keine Ahnung, bei mir im Sandkasten zu Hause gespielt. Ich habe ein paar Playmobil-Sachen, ein bisschen Lego gebaut. Und der wird von den Cops festgehalten und spuckt die einfach an. Ey, wie respektlos kann man sein? Das ist wirklich... Das ist wirklich viel zu hart. Genauso hart, wie es sein muss, wenn man neben dem hier auf Toilette sitzt. Ey, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das kann nicht echt sein. Nie im Leben ist das echt. Und falls doch, was hat die Person da im Nebenraum gegessen vorher? Der hat sich aber mal auf ganz saftig 3-4 Döner reingehauen, oder mit allem drauf, nochmal extra scharf, alles schön rein, um das dann rauszulassen. Nee, also da hätte ich auch wirklich gar keinen Bock mehr. Stell dir mal vor, du bist so erster Tag auf der Schule, du hast noch keine Freunde, alles ist noch so richtig weird, du fühlst dich auch noch nirgendwo wohl und willst dann einfach entspannt mal kurz auf Toilette, bisschen durchatmen, einfach mal normal auf Toilette gehen und plötzlich geht das dort ab. Ich werde meine Sachen in meinen Ranzen packen, boom, Tür auf, raus, nach Hause, nie wieder zu dieser Schule gehen, einfach wechseln. Ich bin doch nicht verrückt. Was geht jetzt ab? Was ist das für ein Burger? Den isst sie jetzt aber nicht alleine, oder? Was geht da ab? Was hat sie bitte für einen Hunger? Dieser Burger ist einfach dreimal so groß wie ihr Kopf. Wie passt das überhaupt in ihren kleinen Bauch rein? Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Wie hat sie diesen Burger in sich hineinbekommen? Also, falls das deine Freundin ist, Bro, ich sag dir so, wie es ist. Du wirst pleite gehen durch die Essensrechnungen. Wenn sie zu jeder Mahlzeit so etwas braucht, dann ist vorbei. Das ist vorbei. Und naja, Freunde, falls ihr wollt, dass ich euch so einen Burger persönlich nach Hause vorbeibringe, dann gebt dem Video verdammt nochmal einen Daumen nach oben da. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.